Moin. Moin, moin. Heute sind wir mal mit dem Boot auf dem Wasser. Genau. Und ich habe nur eine kleine Angelkiste mit. Ja, ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, wo es ist weg. Wir sind heute auf Hering unterwegs. Wir haben uns ein Boot von Bootscharter Rostock geholt, vom Tommy. Und die Internetseite verlinken wir unten mal, ein geiler Typ, mit dem, den kenne ich schon ein bisschen länger, also richtig entspannt. Und wie gesagt, heute auf Hering. Ja. Ich ein bisschen dezimiert. Ich dachte so gestern Abend noch, naja, Hering, weißt ja, liegt hinten im Schuppen, da ist irgendwo eine Kiste. Genau, dieses irgendwo ist tatsächlich, hat sie heute früh herausgestellt. Irgendwo. Irgendwo, sie ist weg. Genauso die Route, auch nicht auffindbar. Von daher habe ich heute früh einfach nur ganz schnell, in meinen Augen, Griff ins Klo. Wir werden sehen, ob es tatsächlich funktioniert. Mega Angel. Zwei Vorfächer habe ich gefunden, zwei Bleie habe ich gefunden. Und Peter hat natürlich in seinem Koffer alles beisammen. Also so wie bei mir eigentlich auch, nur der Koffer ist weg. Also, wir würden sagen, wir hauen erstmal rein die Köder in den Teich, also die Paternoster, und gucken, ob wir einen Hering fangen. So sieht das aus. So. Kommt er in einmal zu den anderen. Heiko ist witzig, zu den anderen. Das erste Fisch. Juhu, der erste Hering in 22. Da kommt er ja, der Hühnerstecker. Noch will er nicht. Da ist er. Petri. Der erste Hering. Petri, dank. Gleich betäuben, töten, fertig. Zwischen Augen, Hinterrand und Schädelende, da ist das Gehirn. Ein Schlag, ein Herzstich. Na, Heiko? Fisch dran oder was? Das, was du kannst, kann ich auch. Hering. Ja. Hering Nummer 1. Ja, guckt euch das an hier. Also, der zählt ja nicht. Der zählt. Ach, komm, hör auf. Heiko sammelt Köderfische zum Hechtangeln. Na ja, so klein ist er nur auch wieder nicht, ne? Das wollte ich gar nicht wissen. Erstmal das Boot dreckig machen. Ja. Aber da ist er. Ein Hering. Und wie Peter gerade gesagt hat, wenn er schon an Bord ist, dann gleich betäuben, töten. Genau. Dann kommt er in Eimer zu den anderen. Heiko ist witzig, zu den anderen. Das erste Fisch. Ja, jetzt wo du es sagst. Ja. Bei Hering ist immer gut, die Schuppen gehen sehr leicht ab, und dass man die dann gleich, dafür haben wir einen Eimer mit hingestellt, dass wir die da gleich richtig sauber machen. Ja, ja, nochmal Petri, ne? Ja. Heiko, erster Hering, jeder. Das ist doch mal ein Plan. Wir müssen weiter angeln. Vom Vorteil ist, wenn man ein Boot benutzen kann, dann fährt man an den Fahrrinnen ran, an den Kanten, und da sind sie meistens unterwegs. Von Land aus ist es oft schwieriger, daran zu kommen. Und dann braucht man meist auch schwere Gewichte oder schwerere Gewichte, was nicht immer vorteilhaft ist, ne, wenn sie im Freiwasser unterwegs sind. Hier haben wir die Möglichkeit, uns mal ein Boot zu chartern. Das ist natürlich dann völlig in Ordnung, dann braucht man das eigene nicht trailern. Ganz gut, und da guckt man einfach im Internet, wo ist sowas möglich. Stralsund, Rostock, wir sind ja hier an der Warnow, bei Tommy zum Beispiel in Schmal, der hat da ein paar Boote, Führerschein frei, aber auch mit Führerschein, ne? Groß hat er auch. Ja. Ja. Und Heiko hat schon gesagt, das verlinkt er mal, und von Tommy haben wir uns heute mal so ein Boot geholt. Sind sehr schön ausgestattet, also alles, was man braucht, Kompass, Echolot, die funktionieren alle gut. 15 PS erreicht uns heute, ne, da wir nicht so weit fahren. Au, ah, au, au, feier. Gut. Hat der Hering dich gebissen? Nee, der Haken. Oh, Peter schreit Kontakt. Ja. Und eins, zwei, drei. Nur noch eine. Nur noch eine, aber eine schöne Größe. Petri. Haben wir. Lecker Hering. Wie machst du die? Gleich in eine Pfanne, danach verputzen, oder willst du die einlegen? Nö, die kommen erstmal, die ersten kommen immer frisch in eine Pfanne. Also ich mache sie auch hier gleich sauber.
Und dann geht's ab und Nachmittag in eine Pfanne. Jetzt haben wir gerade noch mal ein bisschen die Stelle gewechselt, weil da dann nichts mehr lief und Peter einen kurzen Wurf und einen kurzen Fisch. Petri, der nächste Hering. Ja, manchmal muss man sie auch ein bisschen suchen. Ne? Aber sie stehen sehr tief. Ich habe auch schon die Gewichte gewechselt, also das Heringsblei gewechselt. Und hier ist nur eine dran, aber das macht nichts. Fisch ist Fisch. Fisch ist Fisch, genau. Ich mache einen Hering immer gleich sauber, wenn ich ihn gefangen habe. Ne? Und entnehme natürlich auch nur so viel, wie ich auch gleich verwerten kann. Also alles andere ist auch nicht richtig sinnvoll. Wenn ihr Fisch ausgenommen habt, dann habt ihr unter der Wirbelsäule so einen langen roten Streifen. Und den solltet ihr immer schön entfernen. Warum? Das sind die Nieren beim Fisch. Ja, die sind vom Kopfbereich bis teilweise hinter dem After. Und die sollte man immer schön mit rausnehmen, weil das kann da durchaus den Geschmack eines Fisches beeinträchtigen. Ich mache es jetzt hier mal, weil sonst habe ich immer eine kleine Zahnbürste dafür. Nicht eine gebrauchte, ne? Damit geht das auch sehr gut. Oder mit einem kleinen Teelöffel, das geht auch. So. Oder, warte kurz, greif mal in meine Tasche rein. Da muss irgendwo eine Bürste drin liegen. Was auch geht, hat Heiko aber auch liegen lassen. Also haben wir beide nicht mehr. Das ist eine kleine Bürste so, ne? Das geht natürlich auch. Ja, so. Die haben wir letztes Jahr, wo wir mit dem Belly draußen waren, von Angelkollegen bekommen. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Das Video können wir nochmal oben verlinken. Da ist, glaube ich, die Bürste sogar nochmal zu sehen. Richtig. Also erstmal geht es hier mit Weiterangeln. Ne? Heringe brauchen wir noch ein paar Stück, damit sich das lohnt für die Pfanne. Ja, so 2 bis 37. Also Heiko kann nicht anders, das muss man alles nachmachen. Ne? Hallo. Aber Fisch. Das ist der nächste Zappel. Heiko, schön. Petri. Das ist der nächste Zappel, Philipp. Petri, Dank. Ja, das geht doch. Die Fische sind heute echt schnell unterwegs. Also wenn wir mal eine Stelle gefunden haben, wo sie sind, sind sie auch gleich wieder weg. Aber Peter mit dem nächsten Fisch. Und dieses Mal auch eine Nummer größer. Ein Höring schnell verwerten. Ein Höring? Kann der hören? Oder ein was? Höring ist das. Gerade vorhin schon gesagt in der Anmodi. Meine Kiste ist ein bisschen dezimiert. Was heißt Kiste? Aber was habe ich noch gefunden? Oh, jetzt hänge ich da fest. Hier bin ich wieder frei. Ein Blei in der Richtung. Wir gucken gleich mal in Peters seine Kiste rein. Und das ist das zweite Blei. Ein bisschen kleiner. Damit habe ich zumindest 2 unterschiedliche Gewichte. Und 2 unterschiedliche Vorfächer habe ich auch. Aber Peter, was ich da in der Kiste gesehen habe, da hat er wieder einen ganzen Angelladen mitgeschleppt. Lass uns mal gucken. Zeig mal her deinen Angelladen. Ja, also wenn wir auf Heringe unterwegs sind, brauchen wir auch mal verschiedene Vorfächer, so wie ihr sehen könnt. Oder besser gesagt Paternoster. Es hilft nicht nur, ein Paternoster dabei zu haben. Und das heißt, damit fange ich Heringe. Ist bei Weiben nicht so. So, es hängt ein bisschen ab, Strömung, welche Krebstiere und so sind unterwegs, was die Heringe fressen. Und demzufolge brauchen wir auch mal verschiedene Sachen. Ich habe mal ein paar verschiedene Vorfächer hier in der Auswahl. Es spielt auch eine wichtige Rolle, ob die Fische am Grund unterwegs sind, ob sie im Freiwasser unterwegs sind. Auch hier variieren wir immer mal mit verschiedenen Farben, was gut ist. Und auch Hakengrößen, auch da ist nicht immer dasselbe. Und natürlich auch verschiedene Bleie. Also hier mal ein ganz leichtes fürs Freiwasser, das ist mega mäßig. Da taumelt der Köder ganz, ganz sachte runter. Oder was auch immer mal geht, kleiner Blinker. Ein alter FZ-Blinker, der taumelt auch schön runter, gibt es in den verschiedensten Gewichten und die kann man auch verwenden. Oder man muss mal ein bisschen schneller runter, dann verwendet man so kleine kompakte Bleie, ne, die trotzdem ein bisschen taumeln, also durchsagend sind. Oder aber, was auch geht, mal so kleine Blinker hier, ganz schlanke, der aber auch ein bisschen schwerer ist. Also solche Dinge, die sollte man immer dabei haben. Wie ihr sehen könnt, wir sind wieder an Land. Ein paar ja. Heringe hat tatsächlich funktioniert. Ein ja. Paar. Groß geschrieben fast. Aber es war echt schwer. Die sind noch in kleinen Schwärmen unterwegs. Also die sind noch nicht so richtig großen Schwärmen. Die muss man dann noch ein bisschen rausselektieren. Das war schon nicht so einfach. Ja.
Aber für eine Pfanne reicht es. Also 2 bis 37 haben wir. Irgendwas dazwischen, sucht irgendwas euch was dazwischen, aus. So eher Richtung 2. Nee, also ein paar mehr sind es tatsächlich. Also das ist also schon eine schöne Portion, um die einzulegen und dass man da ein bisschen was von hat. Echt? Ja. Ich nicht. Na, so viel hatte ich nicht. Guck mal in unseren Eimer rein. Ich sehe nichts. Es reicht. Ein paar reichen. Also so, dass man davon eine ordentliche Mahlzeit, vielleicht auch 2 zusammenkriegt, dass man mit der Familie einmal Hering fordern kann. Man muss nicht übertreiben, aber sowieso tatsächlich nicht. Ist die Zeit noch nicht da. Der Hering zieht noch ohne Ende. Wir haben den Heringschwarm gefunden, haben Anker gesetzt, haben ausgeworfen, nichts. Ja, war der schon weitergezogen. Die sind noch sehr schnell unterwegs. Genau, wir haben umgesetzt, Heringschwarm gefunden, rausgeworfen, nichts. Oder ein. Oder ein. Oder vielleicht 2 und das also, war's dann. Von daher, es geht aber langsam los. Ich denke mal, eine Woche, dann sollte das eigentlich gegessen sein. Dann sollte der Hering voll da sein und auch ein bisschen mehr ans Band kommen. Wir werden bestimmt nochmal los. Ja, vielleicht mit dem Belly oder so. Da muss das Wetter mitspielen. Also so, wenn wir uns den Wind heute angucken, das wäre definitiv nicht lustig geworden. Nee, heute war schon echt extrem ganz schön. Ja. War schon windig, Südost. War auch kalter Wind. Jetzt kann man die Jacke ausziehen, es wird warm. Aber heute Morgen, also ich war froh, dass ich meine dicke Jacke im Auge hatte. Ja. Sonst hätte ich geklappert. Denn wenn die Heringe erst recht abgehauen würden. Das Peter, ne? Also das, wenn der sagt, der klappert, dann ist schon richtig kalt. Also gut, wir wünschen euch einen schönen Restsonntag für die Leute, die das Video natürlich Sonntag gucken. Immer sonntags 15 Uhr kommt's raus. Ansonsten viel Spaß mit unseren anderen Videos. Einfach mal reingucken, wer da noch nicht so durchgeguckt hat. Und auf Instagram sind wir auch. Und jetzt gibt's Heringe. Jetzt gibt's Heringe. Ja, schönen Restsonntag.